Tja, meine Blondine habe ich kennengelernt. Die hatte noch längeres Haar bis zum Hintern. Also in Polen beim Basar, beim Imbiss. Da habe ich versucht, die anzusprechen. Aber das war nicht so ihr Ding. Naja, und dann bin ich ihr hinterhergegangen, wo sie ihren Verkaufsstand hatte. Und dann habe ich nicht locker gelassen, immer wieder ein bisschen so. Naja, wie man das eben so macht. Und wie das denn so klappt. Und das war gewesen genau am 27. September 1993, circa 16:30 Uhr. Also ich war Angestellte dort, ja, das waren Besitzer von Posten, die haben selber sogar produziert die Sachen. So wie gesagt, das war ungefähr ein Jahr, wo ich da gearbeitet habe. Am Anfang gleich haben wir uns kennengelernt und wo wir sind zusammengekommen, richtig, dann haben wir unser eigenen Stand aufgemacht, ja. Haben wir selbstständig sich gemacht, habe ich selber gekauft und dann habe ich selber sich darum kümmern müssen, ja, um Bestellung, um Wareeinholung und verkauft, ja. Das hat sich so ergeben, weil ich habe ja gesehen, wie ich vorhin schon betont hatte, lange blonde Haare, ne? Also hat ihm die passt. Oder haben Sie richtig gekämpft? Ja, wie ein Stier. Prost. Es waren drei Brüder sozusagen und alle drei hatten polnische Frau, muss ich dazu sagen, ja. Also der eine, der Mittelbruder, ist er eben sehr krank geworden, ja. Und ja, aber alle drei Jungs hatten polnische Frau. Das schon zum Vorteil. Aber das kannte ich schon von früher, weil mein Bruder, mein Ältester, der hatte schon die DDR-Zeit, hat er eine polnische Frau gehabt. Also ich hatte schon den polnischen Kontakt, war mir nicht so fremd. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Oftare, das ist ganz kleine Dorf zwischen Kostrzyn und Słowice. Kann man das vergleichen in der Höhe von Podelczyk in Deutschland? Der Ort ist auch so bergig wie unser Oftare. Natürlich nicht so gut wie heute, ja. Das hat sich also nach und nach verbessert. Also ich muss auch sagen, wo ich nach Deutschland kam, und das war 94, ja, 94. Und 95 haben wir unser gemeinsamen Sohn gekriegt. Dann habe ich gerne geguckt, unsere Serien, GZSZ. Und dabei habe ich meine Sprache immer also verbessert. Ja, gucke ich bis heute. Und seit, glaube ich, 2, 3 Jahren ist mein Mann sogar mit. Gute Fast Zeiten, 20 Jahre habe ich gebraucht, ihm zu zeigen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, dass er das auch mitgucken wenn tut. nicht einer drin ist, zur Zeit. Ja, am Anfang war sowieso viel leichter wie jetzt, ja. Ja. Der Geschäft hat geboomt sozusagen, ja. Wir waren wir auch nicht lange, wir hatten wir nur über ein Jahr diesen Stand gehabt, weil wir hatten wir andere Geschäftsideen, andere wollten wir Sachen aufziehen, ja, deswegen haben wir nicht lange gemacht. Ist das Ihre erste Geschäftsidee gewesen oder haben Sie schon Ja, das vorher war Geschäftsideen gehabt? ganz schnelle, spontane Idee am Anfang unser sozusagen kennenlernen und unser zusammen bei zu sein. Wir müssen mal gucken, dass wir sehr gute, also Ware haben, frische, natürlich, das ist selbstverständlich, aber trotzdem, ja. Dadurch, so wie gesagt, ist auch sehr leicht hier, mir zu arbeiten mit einer Geschäftspartnerin, weil sie ist da oder ich bin da und wir passen wir immer auf, dass alles in Ordnung ist. Wir kaufen wir nicht in den Großhandel verschiedene Sachen, bloß auf dem regionale hier unserer Geschäfte, dass man wenig kaufen tut und nächsten Tag immer frisch. Wir frieren beispielsweise kein Fleisch ein, weil heutzutage ist das nicht nötig, ja. Gibt alles in Läden, kann man immer frisch also benutzen, ja. Also ich koche sehr gerne, so wie ich betont habe vorhin, ja. Meine Familie bekoche ich, meine Freunde auch, ja. Und dann zeige ich manchmal was aus der deutschen Küche, was Schönes, was mein Mann mir beigebracht hat. Oder aus Polnische für die deutschen Gäste, ja. So ein Mix, also wirklich vielfältig, sehr vielfältig. Also, nee, meine Kinder beide sind auch religiös, so wie ich, obwohl mein Mann ist nicht, aber er hat nichts dagegen gehabt, dass ich die Kinder religiös aufzuziehen tue, ja. Wir sind eine Golzower Kirchengemeinde, katholische, also die Kinder haben Kommunion, also Taufe und Firmung gehabt. Deutsche Kommunion, deutsche, Natürlich, ja. nicht polnische. Also der Ältere hatte Kommunion in der Poli gehabt, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo ich mir soll wenden. Dann haben wir in Polen noch gemacht. Firmung hat er schon in Deutschland, in Frankfurt Oder. Und der jüngere Sohn hat er in Deutschland Kommunion und Firmung. Sie haben darauf geachtet, dass Ihre Kinder dann in Deutschland zur Schule gehen, zur Kirche gehen. Natürlich, Ja. selbstverständlich. Das war mir sehr wichtig. Jetzt können sie entscheiden selber, Ja. wie sie wollen weiterleben, ja? Jetzt sind sie erwachsen. Ich habe meine
mutterliche Pflicht erfüllt sozusagen, ja? Dass Sie nur ausgeholfen haben? Ich war Angestellter gewesen, habe Fenster und Türen montiert, verschiedene Sachen. Und dann später habe ich mir den selbstständig gemacht bei der Ich AG, wo die rauskam, falls die nicht Begriff ist. Ja, dann bis heute noch. Und was arbeiten Sie? Was machen Sie? Was ist das für eine Firma? Also ich arbeite mit polnischen Subunternehmern zusammen und wir machen eigentlich fast alles. Fliesen, Malerarbeiten. Vor 5 Jahren habe ich mir noch einen Meister gemacht für Fassadendämmung und Maurer und Putz, dass ich das machen kann. Und ja, die ja, Ware kaufen wir in Polen noch viel ein, da ich die Preise gut gestalten kann. Tja. Und Sie arbeiten auf dem deutschen Markt aber? Ja, wir arbeiten in Deutschland. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, also das ist sehr unglaublich, aber es war 1995, wo unser Sohn geboren ist, da war ich noch nicht in Deutschland angemeldet, weil mit den Grenzen war noch schwierig. Wir haben erstmal Januar unser Sohn gekriegt und Oktober haben wir geheiratet. Deswegen war ich noch nicht versichert in Deutschland, war ich noch bei meiner Mom. Und mein Mann wollte am Sonntag seine Mutter, seine Eltern in Küstrin-Kiez besuchen. Und das war so ein schlimmer Winter. Er ist in Gramrin gefahren, ja. Und er bräuchte natürlich Hilfe, weil er hat die Hilfe geholt. Zwischendurch hat ihm jemand die Scheibe rausgehauen und so weiter und so fort. Und am Montag früh, am 23. ist er zu Autohaus gefahren, die Scheibe zu reparieren. Und dazwischen habe ich meine Wehen gekriegt. Und dann war so schlimmer Winter, dass ich im Krankenwagen hat nicht geschafft, rechtzeitig zu kommen. Und mein Sohn ist bei meiner Mom. Also sozusagen geboren, auf ihre Couch, ja. Und meine Mutter hat gesagt, sie schmeißt die Couch nie weg, weil das ist wie ihre Geschichte, das ist ihr Enkel da also geboren, ja. Und sogar, er hat deutsche Ausweis und alle fragen, wo bist du geboren? Auf Tare 19, da sind 19 Häuser, stellen Sie sich vor. Die 19. Nummerhaus ist von meinen Eltern. No, to nie można tak, jeśli się zakłada w spółkę, to nie można tak bazować na jednej osobie, tak? No bo to jednak jest spółka. Trzeba zawsze pójść na kompromisy. No więc koleżanka miała taki pomysł, ja taki, mąż taki, wspólniczki mąż taki. Zawsze gdzieś się nam udało tak naprawdę w środku sprawy zatrzymać. I mężczyźni byli zaangażowani. Oczywiście, bardzo, tak, tak. Przede wszystkim mężczyźni nam tutaj bardzo pomogli, tak. Nawet w sfinansowaniu tego wszystkiego, tak? A opowiadała Pani o tym, że macie Państwo propozycje wieczorne, różnego rodzaju kuchnie. Tak, 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 oczywiście. No więc tutaj ten lokal to nie jest tylko kawiarenka, to jest również restauracja. Urządzamy świetne imprezki okolicznościowe, przeważnie dla polskich klientów, bo dla mnie niemieckich to troszeczkę takie to są mniejsze, to tutaj handlujemy z nimi obiadkami w porze obiadowej czy kawowej tak naprawdę, a wieczorami są imprezki zorganizowane z różnych firm, tak jak Arctic Paper, ICT i oczywiście rodzinne imprezy okolicznościowe. Także również się przygotowujemy tutaj tematycznie, typu kuchnie tak naprawdę z całego świata, azjatycka, włoskich, rencistów więcej, tak, którzy chcą przyjść sobie rączki umyć, komfortable i sobie zjeść tak fajnie, tak naprawdę, czyściutko, w fajnej atmosferze. Także taka klientela do nas trafia.